Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5, heute am Samstag um 12 Uhr. Ja, meine Freunde, in der letzten Folge haben wir ja hier unsere Linie eingerichtet und ich muss sagen, so langsam nimmt das hier alles Fahrt auf. 190, 100. Es ist noch nicht überragend, aber es wird langsam. Schon mal gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt so viel Millionen macht. 7 Millionen hat ja die andere Linie gemacht. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Aber immerhin machen wir Plus. Das ist schon mal gut. Und hier wird es langsam auch mehr. Ich hoffe mal, dass das dann auch was bringt. Das müsste nur noch schneller steigen. 120, 230 knapp. Ja. Aber das ist soweit schon mal ganz gut. Hier fährt der eine gerade wieder hoch. Ich habe das hier noch ein bisschen umgebaut. So. Was haben wir denn hier noch? Wie sieht denn das jetzt mal aus hier mit den LKW? Ich möchte mal sehen, dass ein LKW drauf ist. Wo ist denn unser Zug? Das ist unser Zug? Jo, das ist unser Zug. Der nimmt ja auch einiges wieder mit, aber halt nicht genug. Wie sieht das hier aus? Geht hier nicht was rüber jemals? Jemals was umgeladen? Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ob hier jemals was umgeladen wurde. Na doch, hier. Geladen. Könnte schon sein, dass das das ist. Na, gucken wir mal. Ah, doch. Jetzt steht hier, wow. Wow. Das ist ja richtig viel. Das ist ja richtig viel. Mal gespannt, Finanzen. Oh ja, aber er ist trotzdem fast an der am Plusbereich dran, obwohl ja nicht so viel Güter sind. Fährt jetzt eigentlich nur eins oder zwei Züge auf der Linie? Mit zwei. Er hätte gerade was abgeladen, nimmt jetzt noch was mit da hinten hin. Jo, ganz bisschen. Na gut. Aber es funktioniert. Wenn auch ein bisschen spärlich noch. Könnte von mir aus ruhig noch mehr Güter hier ankommen. Na, der Bedarf ist ja eigentlich da. Verstehe auch nicht so ganz, warum die so wenig produzieren, ne? Wo ist denn jetzt der Zug, der hier den Scheiß wieder anliefert? Der ist es nicht. Ja, nicht nur er hier. Brot für die Welt. Eigentlich ist jetzt hier so viel Getreide. Hier steht jetzt immer noch 278 Getreide steht jetzt hier immer noch rum. Also ein Zug voll hat er nochmal. So, jetzt kommt er wieder an, aber soweit wird er nicht laden. Ne. Ah, wir produzieren zu wenig. Das hier ist ein bisschen gestiegen. Seht ihr ja hier. Wenn wir dann deutlich höher. Dadurch, dass wir das Holz umgeändert haben. Aber die ist trotzdem am Maximum. Fast am Maximum. Ah, hier kommt ein LKW nach dem anderen an. Aha. Aber Holz hat ihn noch genug. Ja. Wird hier nochmal ein bisschen nachgeladen. So ganz voll sind sie nicht. Wie voll sind die denn? 23 immer. Na gut. Wie viel wartet denn jetzt hier? 144. Jetzt kommt der Zug. Was nimmt er mit? An dem müsst ihr alles mitnehmen. Nicht ganz. 22 Brot bleiben über. Aber das macht nichts. Der jetzt was geliefert wird, dann hier die Finanzen. Ja, machen jetzt auch Plus.
Hier ist das eigentlich extrem viel Brot. Auch noch. Weil der LKW, glaube ich, immer Brot hin und her fährt, ne? Wahrscheinlich. Was lädt er jetzt hier? Gar nichts. Irgendwie fährt er hier nur im Kreis. Und er hält ja auch bei der Bushaltestelle an. Was soll der schmarrn denn? Was für eine Linie fährst du eigentlich? Ja, du sollst doch nicht bei der Bushaltestelle anhalten. Du sollst hier anhalten. Nicht an der Mühlenstraße. Terminal 1 sollst du anhalten. Da bin ich mal gespannt. Er fährt die ganze Zeit die Buslinie ab. Ja, dann für ein Hi-O-Pi. Na, so geht das auch mal nur nicht, ne? So, lädst du jetzt was? Nein, noch nicht. Dann warten wir mal ab. Lass mal ihm dann mal eine Runde drehen. Aber er braucht wahrscheinlich nichts fahren, weil ja die den Bahnhof erreichen. Das wird ja halt gleich direkt dahin gebracht. Deswegen wird er nie so schnell irgendwas ankommen. Oh, Material, noch da jetzt einen Stein. Wow. Ja, ich werde den jetzt schön produziert. Ich muss mehr Steine anliefern. Jetzt hat er auch die ganzen Steine sich da gerade weggeschnabbert, ne? Wo packt er den jetzt hin? Im Lager sind null. Hat er direkt dahin geliefert. Aber er könnte eigentlich auch noch ein bisschen Getreide mitnehmen hier. Wo ist er denn? Unser Zug. Da. Er könnte eigentlich auch ein bisschen Getreide mitnehmen. Weil der andere schafft das ja nun mal nicht. Und mit den Getreidedingern können wir, glaube ich, auch Stein fahren, oder? Ne, Stein brauchen wir nicht. Wir brauchen Baumaterialien. Er kann halt auch Getreide. Dann machen wir... Nein. Nein. Würde ich sagen, machen wir die halt auf automatisch. Ja. Ne, dann müssen wir den, machen wir den Zug nochmal anders. Kaufen. Wagen. Güter. Er kann halt auch Getreide hier transportieren. Wir gehen auf 250, 270 Meter. Machen wir das mal sofort ersetzen. Vielleicht nimmt er dann auch so ein bisschen Getreide mit. Das wäre natürlich ganz, ganz cool. Weil hier ist überall Getreide. Wäre ganz praktisch, wenn wir auf die Baumaterialtransfer auch Getreide kriegen. Weil er kann ja auf dem Rückweg halt, kann er ja so viel Getreide mitnehmen. Bin mal gespannt, ob das dann gleich nochmal umswitcht. Jetzt haben wir hier auch schon ganz schön viele Güter. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt endlich mal der erste LKW. So, Zug ist umgebaut. Ne. Im LKW sind wir noch weit von entfernt. Jetzt wollen wir mal auf den nächsten Getreidezug warten. Ich sehe ja schon wieder so viele Menschen. Ach, das interessiert mich jetzt auch gar nicht. Der TG hört. Ach, diese Kacklinie da, die interessiert mich nicht. Nur Ärger damit. Wo ist denn der nächste Getreidezug? Da kommt er bestimmt, wa? Ne. Warum ist wieder so weit auseinandergefahren? Der hier? Ne. Der lädt gerade erst. Der lädt gerade erst. Okay. Aber Getreide ist ja immer noch genug. Warten auf freie Wege. Jetzt könnte der eigentlich schon losfahren.
und gibt ja dann den Weg frei. Aber man sieht mal, das System ja gut funktioniert. Die Züge sind immer schön weit auseinander. Und lass mal das System mal so, wie es ist. Wir ändern da jetzt nicht großartig was dran rum. Ja, lassen wir das mal offen. Jetzt gucke ich nochmal gerade. Ich gucke einfach. Ich weiß, dass es scheiße ist, so. Obwohl, da kommt gerade einer von vorne, da steht einer. Wenn es hinten keiner ist, wäre es natürlich, Deluxe. Da ist keiner. Schön. So, hier Frachtflugzeuge. Ist das passiert? Natürlich nicht. Ja, fliegt ihr mal weiter eure Kreise als Deko-Objekte hier. So. Oh ja. Optisch sieht das so schon mal gar nicht so schlecht aus. Natürlich jetzt cool, wenn gleich bei Baumarkttransfer was stehen würde. Wenn er dann irgendwann nochmal ankommt, wäre das echt nice. Mal kurz weg, obwohl das ja eigentlich der... Wo sind wir denn jetzt? Aha, wir sind jetzt hier in... ne, ihr wisst schon. In Nürtringen. So, dann ballern wir durch. Hauptgüterstrecke hier mit. Den Schienen sind schon so einige Tonnen transportiert worden. So. Einige Tonnen an Gütern sind ja schon durch die Weltgeschichte gekutschiert worden. Hier am Windpark vorbei. Ja, wollen wir uns die Einfahrt einmal gönnen in dem Bahnhof? Komm, wir gönnen sie uns einmal. Aber dann natürlich in langsam. Ist jetzt langsam? Ja. Das Gelege ist langsam. Keine Ahnung, wie viel FPS das jetzt so sind. Aber wir gönnen uns nochmal die Einfahrt. Hier oben schön unser Viadukt quasi zu unserer Aussichtsplattform. Sieht auch nicht schlecht aus. So, jetzt geht es rein in unseren Bahnhof. Bin hier auch eine der schönsten Stellen. Ich weiß zwar wieder nicht, warum der wieder gebremst hat. Wahrscheinlich wieder zu viele Gleisabschnitte. Dann bremst er da halt runter. Hier links unser Holzbahnhof. Na, da kommt ein Hektorell entgegen. Haben wir Airport. So, jetzt nähern wir uns schon an hier unserem Bahnhof. Jetzt haben wir auch grün. Da vorne fährt der Holzzug sogar direkt vor uns. Man sieht ihn kaum, er ist gut getarnt. So, und wir finden auch unser Gleis. Jetzt überholen wir den Holzzug sogar noch. Niak rechts von uns und vor uns ist nun der Hauptbahnhof. Und jetzt kommt natürlich noch ein kleiner Leck. Ein gigantischer Leck. So. Tada. Mal natürlich gucken, ob von den 504 jetzt was übergeladen wird. Der haut nämlich gerade ab. Das ist eigentlich ganz gut. Bitte, 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 bitte. Lass es funktionieren. Ja, auf jeden Fall echt cool. Teilt euch auf. Transfer und...
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah! Geil. Er teilt sich doch auf. Sehr schön. Immer 186 sind immer schon mal da. Das ist schon mal eine Zugladung. Das ist gar nicht so schlecht. Gefällt mir wohl. Das finde ich gut. Und ich soll mehr Getreide anliefern. Ja. Oh, 150 Steine. Läuft. Sehr schön ist das alles. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen unsere Güterlinien hier alles so ein bisschen optimiert. Die sind natürlich jetzt leer. Ja, klar. Ja, auch nicht schlecht. So, das heißt aber, dass wir gleich hier richtig viele Getreide anliefern auf einen Schlag. Und der andere Zug fährt gleich los. Der ist ja auch immer voll beladen mit Getreide. 278 und dann kommen wir gleich noch mit 186 an. War natürlich nicht schlecht. Klar wäre es natürlich einfacher, wenn die direkt den Bahnhof erreichen würden. Dann geht das natürlich viel, viel schneller. So. Jetzt kommt der eine gleich an. Und er lädt jetzt auch die 186, genau. Er steht jetzt noch hier. Da kommen sie beide fast gleich zeitgleich an. Oh nein. Ah ne, der wartet hier nur. Weil er muss jetzt erst wegfahren. Genau, dann darf er gleich rein. Wie viel hat er dabei? 131. So. Jetzt kommen sie fast zeitgleich an. Hat auf jeden Fall jetzt genug Getreide gleich. Und gut, dann Brot produzieren. So. Müsste das gleich abgehen. Genau. Und jetzt kommen von hier auch nochmal welche. Nochmal nachgelegt. So, jetzt hat er erstmal 300. Ab 400 Einheiten. Da kann er jetzt irgendwie mal ein bisschen Brot produzieren für die Welt. Super. Das funktioniert. Das finde ich schon mal gut. Also ich würde mich nur noch freuen, wenn hier noch mehr Güter angeliefert werden. Hier drüben die Minenlinie ist auch nicht mehr so voll. Aber Minden wächst auch immer weiter. Naja. Also wir bräuchten, eigentlich bräuchten wir mehr Maschinen. Wir bräuchten mehr Baumaterialien. Wir bräuchten mehr Treibstoff. Im Prinzip bräuchten wir alles mehr irgendwie. Ich glaube, unser System hier ist nicht ausgereift. Oder wir bräuchten eine zweite Raffinerie. Weil die Raffinerie ist, glaube ich, immer ausgelastet, ne? Na, fast. Ich muss mir Einheiten abtransportieren. Da wäre zum Beispiel, es wäre besser, wenn die hier dran wäre. Das wäre deutlich einfacher für das Spiel. Sprich, aber jetzt haben wir hier unseren Wald. Wenn ich jetzt hier eine Raffinerie hinsetzen möchte. Ölquelle. Ölraffinerie. Wäre das sogar möglich. Wenn ich die jetzt hier hinsetze. Machen das jetzt einfach mal und gucken mal, was passiert. Und weit. Die ist mit abgedeckt jetzt. Und erstmal hier die
ganzen Bäume abreißen. Jetzt hier so in der Luft schweben. So, 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 so. So. Bürophonie, Übersicht. Da. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Wir haben eine, die mit LKWs befeuert wird, und die eine, die ohne LKWs befeuert wird. Also die Frage: Brauchen wir mehr Transport hier? Weil wir unsere ganzen Vogelzüge. Getreide. Hier kommt ein Rohöler. Ein Rohöler steht da drinnen und der andere steht schon hier. Der ist nämlich jetzt nicht voll. Na, fast. Kommt ziemlich dicht hintereinander. Was ich persönlich jetzt nicht so toll finde. Da könnte man gerade noch ein bisschen warten. Wenn du in deinem Gleis stehst, hältst du auch mal gerade an. Bevor du anfängst zu laden. So. Kannst du weiterfahren? Also jetzt mindestens so lange warten, bis ihr 336. Das geht ja. Das ist ja ruckzuck. Ah. Kann jetzt schon einfahren. Ach, jetzt geht das wieder los. So. Das nimm mit. Obwohl der Zug eigentlich schon fast zu klein ist, ne? Das. Uiuiuiui. Alter Schwede. Auch schon ein paar Tage alt. Gucken wir uns das hier nochmal an. So, jetzt wurde gerade richtig viel Rohöl angeliefert. Und bei der Firma kommt aber nichts an hier. Warum nicht? Deck doch ab. Wir können natürlich die LKW Rohöl den dann erst noch hinzufügen. Man hält er da wieder an. Genau. No. Soll er mal so fahren? Mal sehen, was dann passiert. So, liefern die jetzt hier an oder nicht? Ich glaube schon. Doch, die liefern hier an. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt verhält. Das fahren die ja quasi im Kreis. Die laden hier, laden ab, laden, laden ab eventuell. Für den Kunststoff vielleicht. Keine Ahnung. Nee, die nehmen immer noch das Öl mit. Wir haben jetzt hier geladen. Er bringt hier Rohöl an. Lädt das Zeug. So, er lädt es dann nicht ab. Er bringt das Rohöl dann quasi hin und das wird wahrscheinlich auf den Kunststoff umgeladen, wa? Oder die verarbeiten das da weiter. Ja. Oder die verarbeiten das da drüben weiter an... zu Dingsbums, zu Treibstoff. Weil jetzt pegelt sich das alles so ein bisschen ein. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab, wie sich das so entwickelt. Und wir sind auch schon... Oh Gott, wir sind schon längst mal am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein, ciao.